Magersucht ist doch nur so ein Luxusproblem, damit weiße heterosexuelle Mädchen aus der Mittelschicht mal einen Grund haben, sich schlecht zu fühlen. Und sowieso sind da nur diese ganzen Photoshop-Models dran schuld. Ja, wäre das nicht schön, wenn das so einfach wäre? Hey ihr schönen Menschen, heute wird es mal Zeit, dass wir uns eine weitere psychische Erkrankung angucken und mal über Magersucht sprechen, von der ja immerhin auch ungefähr 10 Millionen Menschen betroffen sind. Ich glaube, es gibt kaum eine psychische Erkrankung, über die mehr gefährliches Halbwissen und falsche Fakten im Umlauf sind, die ich bis vor kurzem selber zum Teil noch geglaubt habe. Mein neues Wissen will ich aber natürlich nicht für mich behalten, sondern ein für alle Mal mit diesen Mythen aufräumen und dann fangen wir am besten mal mit diesem Mythos an. Das Ziel einer Magersucht ist es, dünn zu sein. Am auffälligsten ist es natürlich, dass Betroffene absichtlich wenig essen oder wenn sie für ihr Empfinden zu viel essen, alles wieder erbrechen, aber das ist eigentlich auch nur Mittel zum Zweck. Betroffenen von Magersucht geht es meistens eher darum, die Kontrolle zu behalten. Sie fühlen sich so, als hätten sie in vielen Belangen die Kontrolle über ihr Leben verloren und wollen sie zumindest in diesem einen Aspekt behalten. Sie werden so besessen von dieser Idee, dass sie alles dafür tun würden, ihr Gewicht unter Kontrolle zu halten und den perfekten Körper zu erzielen. Dieser Drang nach Kontrolle kann sich aber auch schnell auf andere Dinge übertragen, wie Arbeit oder soziale Interaktion. Essen ist nur eine Sache, die ihnen den ganzen Tag durch den Kopf spukt, aber genauso auch alles andere, wo sie das Gefühl haben, die Kontrolle behalten zu müssen. Es ist, als würdest du mit 150 über die Landstraße brettern und jede kleine Fehllenkung führt dazu, dass du gegen den nächsten Baum fährst und alles zerstörst. Und du fühlst dich dabei wahrscheinlich auch wie bei einem Autounfall, bei dem jeder, der dich dabei sieht, dich total schaulustig anstarrt, ob sie das nun wirklich tun oder nicht. Magersüchtige sehen sich als fett, wenn sie in den Spiegel gucken. Es ist wahr, dass Menschen, die an Magersucht leiden, ein total verzerrtes Selbstbild haben. Das heißt aber nicht unbedingt, dass sie sich im Spiegel als fett sehen. Im Gegenteil, sie können ihre Knochen rausstehen sehen. Aber das ist einfach egal, weil sie viel zu sehr auf das fokussiert sind, was sie noch nicht als perfekt empfinden. Diese Stellen, an denen noch Fleisch zu sehen ist und was sie um jeden Preis loswerden wollen. Magersucht zeichnet sich durch eine absolute Besessenheit danach aus, keinen einzigen Makel mehr in deinem Körper zu finden, aber du wirst immer und immer wieder welche sehen. Es ist, als würdest du durch eins dieser Häuser mit den verzerrten Spiegeln gehen und jeder Betroffene sieht dabei einen anderen Spiegel. Nicht alle davon stellen dich als fett dar, aber alle präsentieren dich in einer Weise, die du als hässlich empfindest. Du lebst in einer Welt, die keine Fehler und kein Scheitern zulassen und würdest deswegen alles dafür tun, der perfekte Mensch zu sein, und in deinem Kopf siehst du die ganze Zeit diese Menschen, die dich sonst dafür runtermachen, dass du eben nicht perfekt bist. Magersucht wird nur durch die Einflüsse von Medien und Popkultur ausgelöst. Es ist wirklich ein großes Problem, dass uns durch Medien immer diese unrealistisch perfekten Menschen als Ideal präsentiert werden, denen wir nacheifern sollen. Bis zu unserem 21. Lebensjahr haben wir durchschnittlich 1 Million solcher Anzeigen gesehen. Das ist allerdings kein Grundproblem der Magersucht, sondern ein Problem für uns alle. Wir bekommen dieses Ideal in unseren Kopf gepflanzt und fühlen uns einfach unwohl und schlecht damit, weil wir dem nicht entsprechen. Und andere Leute stellen genauso hohe Erwartungen an dich. Wir sind zu einer kaputten Gesellschaft geworden, in der man sich keine Fehltritte mehr erlauben darf, und meistens merken wir das selber nicht mal, dass wir so drauf sind. Bei Magersucht geht es allerdings um weitaus mehr als Medieneinflüsse. Dahinter stecken biologische und psychologische Probleme und bei einigen Betroffenen sicher auch der Drang nach Perfektion. Dahinter stecken meist traumatische Kindheitserinnerungen wie etwa Mobbing, Ablehnung oder Ausgrenzung, vielleicht sogar bis hin zum Missbrauch, und dieser Drang zum Perfektionismus ist ein verzweifelter Schrei danach, endlich irgendwo anzukommen. Essstörungen sind ein Problem für weiße Mädchen aus der Mittelschicht. Eine dieser wundervollen Sachen an psychischen Erkrankungen ist, dass sie keine Rassisten sind. Sie wollen mit jedem von uns Zeit verbringen und das gilt auch für Magersucht. Hier ist es egal, ob du jung oder alt bist, groß oder klein, Obermittel- oder Unterschicht und aus welchem Land du kommst. Ja, selbst im tiefsten Afrika wirst du Magersüchtige finden. Und das ist auch kein Problem von kleinen Teenager-Mädchen, als dass es gerne dargestellt wird, sondern Erwachsene über 30 sind davon auch weitaus öfter betroffen. Das einzige, was wahr ist, ist, dass Frauen durchschnittlich 3-mal so oft betroffen sind wie Männer, aber das liegt auch einfach daran, dass sie noch viel mehr gesellschaftlichen Druck auf sich haben. Frauen haben gefälligst dünn zu sein, damit sie von Männern auch ordentlich sexualisiert und als Wichsvorlage verwendet werden können, aber Männer, ach egal, stört doch keinen, die können auch ruhig mal etwas breiter sein. Und das, meine süßen Alpakas, ist eine der vielen Gründe, aus denen wir Feministen
Feminismus eben doch brauchen, damit wir uns endlich von solchen ekelhaften Rollenbildern verabschieden können und Menschen wieder so sind, wie sie nun mal sind. Sobald du Hilfe bekommst, bist du ganz schnell wieder geheilt. Ach, wäre das nicht schön, wenn du dir nur ein paar Pillen einschmeißen brauchtest und auf einmal ist die Welt wieder ganz toll und wunderbar und du bist glücklich wie nie zuvor. Du läufst nur noch glücklich und zufrieden durch die Welt und siehst überall Regenbögen und kleine Einhörner, die dir zeigen, wie toll das Leben ist. Ja, wär's toll, wenn es so einfach wäre. Aber jetzt mal im Ernst, man sagt nicht umsonst mit Magersucht kämpfen. Nichts anderes ist der Heilungsprozess. Es ist ein Kampf, in dem du dich täglich gegen die Stimmen in deinem Kopf durchsetzen musst. Du kannst wieder auf ein Normalgewicht kommen, du kannst gesund aussehen, aber in deinem Kopf bleibt trotzdem diese Stimme, die dir sagt, du bist viel zu fett, du musst wieder abnehmen und aufhören zu essen, bis gar kein Fleisch mehr an dir dran ist. Das verfolgt dich über Jahre hinweg, manche Patienten sogar bis in die Ewigkeit und du musst auf die schmerzvollste Art und Weise lernen, nicht mehr auf diese Stimmen zu hören, die dich jahrelang gequält haben. Ähnlich sieht das auch bei anderen psychischen Erkrankungen aus, wie etwa bei Depressionen. Wie sich das anfühlt, erfahrt ihr hier. Und daneben lernt ihr ein wenig was über Borderline. Hier geht's noch zum Merch und wenn euch das Video bis hierhin gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen nach oben oder ein Abo da. Alle Links auch unten in der Videobeschreibung und in der Infocard. Und ich würde sagen, ich bin ein süßes Alpaka, ihr seid süße Alpakas, jetzt regt euch drüber auf, dass ich das sagen darf und bis dann.